KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast Nummer 668 hier schon mittlerweile. Und ja, ich begrüße meine Mitstreiter. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Sehr froh, dass die Kate bei uns sein kann. Das stand jetzt gerade sehr auf der Kippe. Ich bin gerade fast eingegangen. Genau, vielleicht kriegst du gleich bessere Laune, wenn wir über den Film der Woche reden, den wir in unserer Heim-Sneak-Preview hatten, nämlich Army of the Dead, dem es ja zig Of-the-Dead-Filme gibt. Und hat sich jetzt auch mal Zack Snyder an das Thema Zombie-Film herangewagt und hat einen Film auf Netflix abgeliefert mit einer ziemlich interessanten Handlung. Wobei jemand gesagt hat, dass wohl die Handlung ein bisschen geklaut sein soll von diesem Train to Busan 2, den wir noch nicht gesehen hatten, weil das war ja irgendwie so gerade mit Pandemie und so, den wollten wir eigentlich gucken, ne? Wenn der im Kino gekommen wäre. Und da soll es wohl ähnlich sein von der Story her, dieser, wie heißt der, Peninsula oder so. Und Peninsula, ja. Das habe ich aber jetzt nicht verifiziert, ich hatte es nur irgendwo gelesen. Also hier geht es darum, dass in der ist das eigentlich Zukunft oder ist es noch jetzt? Ich glaube, so ungefähr jetzt ist So ungefähr jetzt. Ja, ungefähr in der jetzigen Zeit, also nicht weit weg in der Zukunft. Ja, ja. Bricht eine Zombie-Epidemie aus und das sind jetzt nicht so die langsamen Schlurfenden, obwohl die gibt es auch. Aber gibt halt auch sehr, sehr schnelle und wir werden gleich reingezogen am Anfang in so eine Situation, dass so ein Zombie-Wesen ausbricht aus so einem Container und sich zusammen mit welchen, die es gebissen hat, Richtung Las Vegas aufmacht. Auch so Militärtransport sind die ausgebrochen dann. Und dann greift das halt in Las Vegas um sich und die Regierung beschließt, Las Vegas komplett abzuschotten, so wie man es damals bei Die Klapperschlange hier mit Kurt Russell gemacht hat, wo man ganz Manhattan zu einem Gefängnis gemacht hat mit hohen Mauern. So ungefähr machen sie es hier mit Las Vegas und sichern die ganze Region ab, damit sich das eben nicht nach draußen verbreitet. Und haben dann auch die gute Idee, nachdem das alles so außerhalb eingedämmt ist und nur noch dort in Las Vegas grassiert, dieser Zombie-Virus, dass sie auf Las Vegas einfach eine Atombombe schmeißen und damit alles killen, was aber eine kleine, ne? Eine kleine. Eine kleine? Ja, eine kleine. Nicht so viel Sprengkraft, aber ausreichend, um das wegzumachen. Aber nicht, dass alles kaputt ist. Da ist ja auch nichts außenrum in Las Vegas, ne? Da ist ja nur Wüste, da kannst du auch eine große nehmen. Ja, ja, aber nur eine kleine. Naja, jedenfalls will man dann den Plan umsetzen. Klingt ja auch nach einer sehr schlüssigen Geschichte, ne? Und an so ein paar Leute, also der eine gespielt von dem einen von Guardians of the Galaxy hier. Der Dave Bautista. Dave Bautista, ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Hab ich gemerkt. Ja, ja, danke für die Hilfe. Gerne, dafür bin ich da. Dave Bautista, an den tritt jemand heran. Wir sehen auch in so einer Anfangssequenz, die so über den Opening Titles liegt, was da so alles passiert ist. Dass quasi in ganz Amerika wurde so gegen Zombies gekämpft und haben sich halt manche sehr hervorgetan als Kämpfer und Dave Bautista eben auch. Und der arbeitet da mittlerweile in so einem Burgerladen und muss da irgendwelche quasi niederen Tätigkeiten machen, obwohl er eigentlich ein großer Held war in dem vorhergehenden Kampf und so. Das stinkt ihn so ein bisschen an. Und dann tritt jemand an ihn heran und sagt, hey, in Las Vegas gibt es einen Tresor, da ist ganz, ganz viel Geld drin und er hat das Geld von der Versicherung sowieso schon wieder bekommen. Aber es wäre schön, wenn er das Geld zusätzlich noch hätte, was da drin ist. Und er will oder soll ein Team zusammenstellen, Dave Bautista, um das da rauszuholen. Er kriegt dann auch einen großen Anteil und da geht es um 200 Millionen. 50 Millionen, 50. 50? Also 50 soll er kriegen, 200 sind drin, ne? Oder so war das. Ne? Ja. Und ich habe auch mal so eine Mythbusters-Folge gesehen, da ging es darum, wie viel wiegt eigentlich Geld. Also die haben sich da irgendwie gar keinen richtigen Gedanken gemacht. Aber gut, und welches Volumen hat das so? Da kann vielleicht unser Mathelehrer noch mehr dazu sagen später. Aber ja, er schafft es dann, sich so sein Team zusammenzuholen aus ehemaligen Weggefährten, Mitstreitern und welchen, die ihnen empfohlen werden.
das hat so einen coolen Spin hier, wie aus vielen Heist-Movies, wenn am Anfang mal so diese Party zusammengescharrt wird, jeder hat so seinen eigenen Hintergrund, jeder wird aus seinem Leben irgendwie rausgeholt und man merkt, jeder hat irgendwie so einen Background. Einer davon ist ja Matthias Schweighöfer, der Dieter, der Safe-Knacker ist und da ein totaler Safe-Nerd ist und er ist auch so ein bisschen so der Comic-Relief in diesem Ganzen und bringt da ein bisschen Spaß rein. Dann hat er natürlich noch, wie man halt so eine Rollenspielparty hier zusammen hat, da gibt es irgendwie einen Tank, dann gibt es einen Fighter und einen Sneaker und alles Mögliche ist da Verräter. Vertreten. Ja, Verräter, den Cast ist ja nicht mit Absicht, aber sie nehmen dann auch manche mit auf, die schon drin waren oder es gibt halt manche, die dann immer mal reingehen nach Las Vegas, um dort irgendwie ja was zu stehlen oder weil da ist ja kein anderer Mensch mehr und alles, was da drin ist, ist quasi freiwillig, kann halt gelootet werden und das machen halt manche, die haben dann schon Erfahrungen, wie das dann so läuft und so ist dann halt so ein illustres Team zusammengestellt. Und dann beginnt ungefähr 2 Stunden Film, der davon handelt, wie die diesen Heist in Las Vegas umsetzen wollen, wie die das schaffen wollen, da reinzukommen. Und dann gibt es auch noch so ein paar, ja, die Zombies sind nicht alle gleich. Da gibt es so manche, die irgendwie schon so ein bisschen denken können und auch so eine Führungsstruktur aufgebaut haben innerhalb der Zombies. Und mit denen muss man sich irgendwie arrangieren. Und ja. Und ein T-Shirt. Ein Tiger, genau. War eigentlich und Pferdchen. Seltsame Pferde, ja. Siegfried und Roy. Der wahrscheinlich einer von den weißen Tigern. Siegfried und Roy-Tiger. Ja. Soll ja, haben sie ja gesagt, dass es wohl der von Siegfried und Roy sei. Hm. Einer davon. Fehlt aber noch einer dann, oder? Hatten die nicht zwei? Ja, vielleicht hat der eine den anderen gefressen. Das könnte sein. Das ist ja alles ein riesiges Gefresse da. Ganz schön splatterige Szenen waren drin. Und bis zu einem bestimmten Punkt hat mir der Film echt gut gefallen. Und nachher ist es irgendwie ein bisschen so wie auf so einer leichten, schiefen Bahn so immer weiter abwärts gegangen, fand ich. Also ich mochte das sehr am Anfang, dieses Setting, wie das so aufgebaut wurde, wie die Gruppe aufgebaut wurde. Und ich dachte, oh, das ist ein richtig cooles Team und so, wenn die jetzt da reingehen, wenn das jetzt halbwegs cool ist, aber ach, irgendwie, das wurde dann immer weniger, meine Begeisterung, und immer weniger und dann wurde der Film immer länger und länger und länger und länger und länger und länger. Und dann waren so viele Szenen drin, die so sehr an diese ganzen Filme erinnert haben mit Mila Jovovich hier, Resident Evil, die dann auch so völlig übertrieben so teilweise waren. Und ja, einzig so manche, also mir haben die Szenen mit Dieter sehr gut gefallen. Der wird ja auch in den USA gerade gefeiert für seine Rolle da und ein paar andere Figuren haben mir auch gut gefallen. Das hat es mir eigentlich immer noch ein bisschen rausgerissen, so die Figuren selbst, aber die Story, die faserte hinten raus immer mehr aus, fand ich. Hm. Welche Story? Ja, ich meine, so Heist-Movies, da fieberst du halt doch immer mit, schaffen die das jetzt oder schaffen die es nicht oder wie kommen sie raus? Heist-Movie ist ja geil. Okay, also. Das ist doch ein Heist-Movie, ne? Ja, ist schon okay, kann man, ja. Train to Busan, da müssen die einen LKW retten übrigens, oder sollen zu einem LKW da was machen. Train to Busan 2. Aber es sind da auch Zombies, ne? Genau. Ja, klar. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Film. Ich fand den, also abgesehen davon, dass er viel zu lang ist, und zwar ungefähr eine Stunde, es war völlig Banane eigentlich. Also die Story ist relativ schnell erzählt. Es ist ganz arg viel Bad Acting, wie ich fand. Und es war so unfassbar vorhersehbar. Das tat schon fast weh. Also die Dialoge teilweise aus der Hölle, die taten auch teilweise weh. Ich weiß auch nicht. Es war, ja. Und diese Oberzombies, die ja so super duper mega badass einfach sind. Oh je. Das fand ich am meisten Banane, glaube ich. Mit diesen. Wenn es wirklich ein stinknormaler Zombie-Horrorfilm gewesen wäre, wo einfach da Zombies und so reicht, ja, da musst du nicht noch so eine Führungsstruktur mit so einem Oberzombie. Die Zombie-Love-Story darfst du ja nicht vergessen. Ne? Ja, die Zombie-Love-Story, die da drin ist, weil es scheinbar,
ja, irgendwie sich Zombies jetzt auch vermehren können. Ja. Just saying. Also. just saying. Und das ist einfach so. Es tat auf so vielen Ebenen irgendwie extrem weh. Und ich bin jetzt an dem Punkt auch hängen geblieben, als wie du gesagt hast, mit ja, was man da raustransportiert. Wie viele Leute waren das jetzt? Haben wir das noch? Wissen wir das noch? Die Party, die reingegangen ist? Sechse oder siebene? Wie viele waren das? Ja, sieben oder so. Dave Bautista, Ella Purnell, Omar Hutton, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, der ist nicht reingegangen. Check nicht vergessen. Was ist das hier? Und die Hubschrauberpilotin, ja, so 8 werden es. Sag ich doch, Tick nicht vergessen. Okay, dann sind es 8 Leute. Okay. Dollarscheine wiegen alle gleich. Ungefähr 1 Gramm. Egal welcher Wert, ungefähr 1 Gramm. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, es sind 200 Millionen Dollar dort und die sind in 100 Dollarscheinen dort gelagert, heißt das, es sind 2 Millionen Scheine. Das heißt, 2 Millionen Gramm Scheine, also 2 Tonnen Geldscheine. Ja, und jetzt nach Adam Riese, 2 Tonnen sind 2000 Kilogramm. Das jetzt mal geteilt durch 8. Das heißt, jeder müsste ungefähr 250 Kilogramm tragen. Dass sie es nicht auf einmal machen, ist klar. aber viel Spaß. 2 Tonnen Geldscheine transportieren. Und das alles dann noch in den Helikopter, dass der dann noch fliegt. Viel Spaß. Das entspricht übereinander gestapelt einer Höhe von 200 Metern, lese ich hier gerade. Und das Volumen, also wenn wir es nebeneinander, sind es 2 Kubikmeter. Also 2 Würfel mit jeweils einer Kantenlänge von 1 Meter. Das ist natürlich... Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du das da in den Helikopter... Vielleicht hätten sie doch lieber Bitcoins stehlen sollen oder so. Oder unten dran hängen oder so. Also keine Ahnung. Also mal abgesehen davon, dass das ja ein Punkt wäre, wo man sagt, okay, das ist ein bisschen unrealistisch, aber in einem Zombie-Film von, okay, das ist unrealistisch, reden, brauchen wir, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Nein, es war einfach schreckenweise fürchterlich Banane. Ich fand ihn wirklich vorhersehbar as fuck. Teilweise schlecht gespielt. Übertrieben splatterig dann gemacht, wenn ich da nur an einen platzenden Kopf denke oder an auch wunderbar die Wirbelsäule. Ja, genau. Und lauter so Zeug. Die Splatter-Szene mochte ich. Also was, das ist wieder, da fühle ich mich zu Hause bei meinem Bioregal. ich muss es, glaube ich, ganz ehrlich sagen, ich mochte nicht sehr viel an diesem Film. Wenn ich jetzt drüber rede, mochte ich eigentlich noch weniger in dem Film, weil er einfach so tierisch Banane war. Also, stellenweise fand ich den wirklich unterhaltsam. Mir ging es wie im Erik. Ich fand den am Anfang, der fing relativ gut an. Stark möchte ich jetzt nicht sagen, aber fing relativ gut an. Die Story konnte man sich quasi vom Anfang bis zum Ende durchdenken, ohne den Film gesehen zu haben. Also Chris und ich saßen teilweise auf dem Sofa und der Chris meinte so, ja, jetzt passiert das und das und das ist passiert. Und als nächstes, ja, jetzt passiert das und mit das euch ist wieder passiert. Filme, und, also. unser Problem war ja, dass wir den Film auf 3-mal geguckt haben. 3-mal? Weil wir wollten gestern, dreimal angeguckt. So, wir haben aufgeteilt. So, wir wollten ihn eigentlich gestern Abend in Ruhe angucken. Dann haben wir den angeschalten und der Chris, das Erste, was dem Chris aufgefallen ist, ist, dass er halt 2,5 Stunden geht. Und wir haben ihn wann angeschalten? Um 9? So. Also haben wir, glaube ich, eine Stunde oder so davon geguckt und haben dann aufgehört und dann bin ich ins Bett. Und dann haben wir heute Morgen weitergeguckt und mussten aber auch Pause machen wegen Gassi gehen etc. pp. Und haben ihn dann weiter zu Ende geguckt. Das heißt, wir hatten immer wieder Pausen dazwischen. Und ich fand, er fing stark an. Stark ist falsch. Er fing gut an. bis zu dem Punkt, wo die Tochter mit einbezogen wurde. Dann fand ich, muss das jetzt sein? Weil die Side-Story, warum die Tochter mitgeht, hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht. Der Film funktioniert komplett ohne die Tochter und deren Side-Story. Komplett unnötig.
unnötig Zeit verplempert und unnötig schlechte Schauspieler mit reingebracht. Die Tochter fand ich ganz furchtbar. Ich finde, die hat ganz schlecht gespielt. Und dann, als sie da drin waren, fand ich es eigentlich ganz okay. Bis zu dem Punkt, wo quasi diese Oberzombies aufgetaucht sind. Wo ich mir dann auch gedacht habe, wie ihr schon gesagt habt, das muss nicht sein, dass da jetzt irgendeine Zombie-Struktur da ist und die sich da quasi, Und vor allem, wenn die doch so intelligent sind, warum sind die dann über diese Mauer nicht drüber gekommen, die jetzt nicht so hoch ist? Du meinst, die haben jetzt sich ja quasi da so ihr kleines Königreich gebaut. Ja, aber die, also ganz ehrlich, wenn die doch so clever sind, dann wären die doch über die Schiffscontainer drüber gekommen. Die hätten doch da hochklettern können. Oder irgendwie anders. Deswegen, und dann den Rest der Welt quasi noch einnehmen können, rein theoretisch. Also das fand ich schon mal total Banane. Und wie gesagt, die Story, dass sie den Tresor ausräumen, dass sie da Probleme haben und dass sie das nicht alle überleben und so, das finde ich ja schon in Ordnung. Aber ein paar Stellen, die hätte ich einfach nicht gebraucht. Die hätte ich einfach nicht gebraucht. Das hat den Film dann leider ein bisschen runtergezogen. Ansonsten fand ich den, wenn man mal die Logik außer Acht lässt, eigentlich ganz amüsant. Also, wenn man mal die Logik außer Acht lässt, das Bad Acting außer Acht lässt, die einigermaßen geklaute Story außer Acht lässt, die Logikfehler außer Acht lässt und die Dialoge aus der Hölle außer Acht lässt. Ja, aber er war ja grundsätzlich gut gemacht. Also das Setting war cool, die Effekte waren teilweise auch echt gut gemacht, dafür, dass es halt einfach eine banane Story war. Weiß ich nicht, wenn du irgendwie Bock hast, dich 2 Stunden lang berieseln zu lassen und über Dieter zu lachen, go for it. Also wir haben für wesentlich schlechtere Filme geguckt, die wir bis zum Ende gucken mussten, einfach damit wir sie wissen, wie sie ausgehen. Ich fand jetzt nicht, dass ich fand es keine Quälerei, diesen Film anzugucken. In gewissen Stellen war er, ja, wie gesagt, ein bisschen dröge und ein bisschen what the fuck, wer hat die Frau gecastet? Aber keine Ahnung. So schlimm fand ich es nicht. Und ich muss dazu sagen, ich mag Matthias Schweighöfer gar nicht. Also als er anfing mit Til Schweiger zusammenzuarbeiten, kam er meiner Meinung nach nur noch Bullshit bei raus und ich mochte ihn wirklich eigentlich gar nicht. Aber ich konnte mich auf die Rolle von Dieter einlassen. Ich fand Dieter lustig. So mies fand ich den Film nicht. Ja, nee, so mies fand ich ihn auch nicht. Das war schon. Ich meine, gut, ich habe ja Mut zum Trash, also das ist ja, und das war so ein bisschen Hochglanz-Trash. Ich hätte mir da noch ein bisschen, konsequenter gewünscht, dass der da so drauf eingeht und einfach wirklich so viele Nebenlines einfach auslässt. Diese Super-Zombies hätte es nicht gebraucht, das mit der Tochter hätte es nicht gebraucht. Einfach, der Film hatte schon 2 coole Bestandteile. Einmal das Setting, Las Vegas ist abgesperrt und du musst da reingehen, wie bei Klapperschlange und so. Und ja, halt ein Heist-Movie dann und mit dieser illustren Gruppe, die da drin ist, die allesamt eigentlich coole Szenen hatten jeweils. Aber von denen gab es halt zu wenig. Ne? Da wurde halt den Figuren zu wenig Raum gegeben, sondern vielmehr diesen teilweise kuriosen Storylines, die es da gab. Und das fand ich ein bisschen schade. Deswegen, der ist für mich dann ab irgendeinem bestimmten Punkt abgeflacht. Und ich meine, ich habe ihn in einem Stück geguckt. Und da habe ich irgendwie deutlich gemerkt, okay, der gefällt mir jetzt nicht mehr so wie noch vor 5 Minuten und dann irgendwie weitere 5 Minuten später oder 10 oder sowas ging es dann noch weiter bergab. Da wurden dann irgendwie komische Entscheidungen getroffen von der Story her und ja, das ging dann durchaus immer weiter bergab. Aber am Anfang hat er mir echt gut gefallen. Was mich massiv gestört hat, und das will ich jetzt, deswegen gehe ich gar nicht genau drauf ein, was der Twist ist, aber es gibt einen Twist mit der Zeit. Der war so komplett unnötig. Das hat es unnötig verschärft. Ich weiß nicht, das hätte man auch anders handeln können, dass sie irgendwie unter Zeitdruck geraten oder so. Aber das fand ich so albern irgendwie. Auch, also, das hätte ich auch nicht gebraucht. Das ist auch so ein Zeitpunkt, den man nicht gebraucht hätte. Ja, dadurch gab es dann halt wieder ein paar, sag mal so Slapstick-Szenen mit dem Hubschrauber und so, die sie dann dadurch noch mit reinbringen konnten und so. Mit dieser Seelenverkäufer da.
Ey, also, der Hubschrauber. Also, ich will ja nicht meckern, aber. Nein, wenn ich mit dem Hubschrauber wegfliege oder flüchten möchte und mir rennt jemand hinterher, der eh schon übermächtig ist und diese Person setzt zum Sprung an, dann ist es doch für mich als Hubschrauberpilot völlig klar, dass ich natürlich mit dem Hubschrauber nach unten fliege, dass er auf jeden Fall da auch hinkommt. Ja. Wie fucking einfach wäre es eigentlich gewesen, nach oben zu ziehen und du hättest dir ganz viel Stress gespart. Aber was weiß ich schon, ich habe keine Ahnung von Ja, aber der Hubschrauber war ja auch ein bisschen kaputt. Diese Mühle, so die musst du erstmal hochkriegen. Sag mal, runter. Ja, mit 2 Tonnen Geldschein, richtig. Runter, Moment. Runter geht's leichter, glaube ich, in so einem Fall, wenn du da so einen Seelenverkäufer hast. Oh. Und dann das. Nee, das ist zu sehr gespoilert, das darf ich nicht erzählen. Was ich auch total doof fand. Mit dem Typen, der dann das Geld dann doch noch hat und so. Das fand ich auch total scheiße. Ja. So, was machen wir da jetzt draus? Der Chris hat nochmal abgewertet hier. Nee, also mir da. Ich gebe 6 Punkte. Also mir hat er. Ja, doch, das geht schon. Ich habe ja Mut zum Trash. Also mir hat er schon ganz gut gefallen. Wenn der kürzer gewesen wäre. Mut zum Trash. Und ein bisschen. Ein paar Sachen ausgelassen hätte, da hätte das durchaus die Chance gehabt, wirklich ein Film gewesen zu sein, der mir richtig, richtig gut gefällt, den ich noch ein paar Mal wieder gucke, aber so, nee, einmal gesehen, werde ich nicht nochmal gucken, aber ja, war soweit okay. Ich hoffe mal, vielleicht nehmen sie sich das ja ein bisschen an und Schweighöfer kriegt da jetzt vielleicht so ein paar coole Rollen in so einem Universum, mal gucken. In welchem Universum kriegt Matthias Schweighöfer gute Rollen? Na, das war doch cool. Die Rolle war cool. Ja, die Leute Rolle von Marvel cool. Schreiben übrigens gerade locker mit hier so, okay, neues Universum für Matthias Schweighöfer. Nein, die machen doch ein Netflix, das war doch der Start von dem Netflix-Zombie-Universum. Da gibt es noch zwei andere Filme, die auch, den einen gibt es glaube ich schon. Ich glaube so ein animiertes irgendwie, hatte ich gelesen. Ja, das soll die Begründung werden von diesem Netflix-Zombie-Sagen da. Mal schauen. Ja, okay. Die Anime-Serie Army of Dead Lost Vegas, genau, erzählt die Vorgeschichte von Dave Bautistas Figur und dazu gesellt sich das Prequel Army of Thieves von und mit Matthias Schweighöfer und die Figur Ludwig Dieter. Siehst du mal. Von und mit. Ja. Mal gucken, was da noch passiert. Schon wieder gar nicht mehr so gut. Und den haben sie auch interviewt gehabt, wie es denn da nun weitergehen könnte und so, hat er auch ein bisschen offen gehalten. Na, mal schauen. Also, ich gebe dem Film 4 Punkte, weil aus genannten Gründen zu lang, zu strange, zu Banane. Ich mag ja eigentlich auch Trash-Filme. Durchaus, nur, wie du schon gesagt hast, Hochglanz-Trash, der sich dann zu ernst nimmt selbst, der hat einfach verschissen. Schissel, Rissel, Dissel. Also ich habe zwar nicht so viel Mut zu Trash wie der Erik, aber ich gebe ihm auch 6 Punkte. Was gucken wir denn nächste Woche? Das klingt schon ein bisschen trashig auch. Ja, durchaus. Denn wir begeben uns auf Amazon Prime und gucken da den unfassbar guten, hoffentlich unfassbar guten Film Dope Under. Ja, eine australische Drogenklamauk. Im Originaltitel heißt der Pipe Dream. Und die Woche drauf haben wir uns auch schon für einen Film entschieden. Da wird es ein bisschen mehr so in die Mystery-Schiene gehen. Und der Tipp dafür lautet Tote Fische. Okay, ich gucke gerade bei IMDb, da gibt es gar nicht Pipe Dream. Da gibt es nur einen Film von 2002, der heißt Pipe Dream. Lügen haben Klempnerbeine. Deutscher Zusatz. Du hast es eingetragen mit Pipe Dream. Ach du Scheiße, echt, ey. Ist doch nicht wahr. Ist doch alles halb. More Title Matches hier, mal gucken. Pipe Dreams vielleicht? Von 2019? Mal gucken, was das ist. Nee, Kanada irgendwas. Naja, aber den gibt's hier noch? Ja, den gibt's noch, ne? Die Bewertung war nicht so. Du hast letzte Woche geguckt. Ja, letzte Woche gab es noch. Wenn nicht, müsst ihr den auf Blu-ray kaufen. Tut mir leid. Das finde ich gut.
apropos, wir haben einen Film bekommen, den wir dann rezensieren müssen irgendwie mal. Ja, machen wir nächste Woche. Genau, nehmen wir nächste Woche mit rein. Ey, dope, Ander, der findet ja gar nichts hier, wenn du irgendwo das eingibst. Okay, ich habe noch einen Film geschaut im Heimkino. Heimkino. Den dritten Teil von Bill und Ted. Bills und Teds verrückte Reise durch die Zeit und so weiter. Bill und Ted Face the Music. Oder auf Deutsch, wortwörtlich übersetzt, Bill und Ted retten das Universum. Und Chris, wie stehst du? Den haben wir schon mal geguckt. Ja, klar. Ich habe den nicht geguckt. Chris hat den auf jeden Fall schon mal geguckt und ich habe Teile davon gesehen. Wann denn? Natürlich haben wir Bill und Ted schon geschaut. Ich habe den noch nicht, den neuen. Der lief jetzt nämlich auf Sky. Hat er am Freitag Premiere gehabt. Also wo hast du den denn da geguckt? Ich habe den doch schon gesehen. Doch, wir haben den ganzen Blu-ray hier. Stimmt, auf Blu-ray gekauft. Retten das Universum. Ja. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Echt? Ja. Dann kann ich es ja kurz machen. Der ist von 2020, Bill und Ted 3. Doch, natürlich. Ja, klar, den gibt es schon eine Weile. Der sollte ja dann irgendwann mal ins Kino kommen. Aber im Kinocast haben wir noch nicht drüber, oder? Bill und Ted habe ich jetzt gerade mal eingegeben hier. Warte mal, Bill und Ted. Ich habe ihn als Blu-ray. Das ist eine Schande über dich, dass du da noch nicht drüber geredet hast. Muss ich ja da mal so sagen. Also im Kinocast haben wir noch nicht drüber geredet. So. Echt jetzt? Das ist auch eine Schande, dass du mir den nicht mal hast zukommen lassen, wenn du da schon die Blu-ray bei dir liegen hast. Ich musste warten, bis der jetzt auf Sky kam. Und habe mir den am Freitag reingezogen. Ich war ja immer noch alleine zu Hause. Ich konnte auf dem großen Fernseher diesen Quatsch genießen. Herrlich. In Bill und Ted Face the Music oder Bill und Ted retten das Universum geht es nicht weniger darum, als dass Bill und Ted das Universum retten müssen, wie der Titel schon sagt. Und zwar wurde ja in einem der vorhergehenden Teile wurde gesagt, dass sie irgendwie ein Lied schreiben, was das ganze Universum vereint. Die Zukunft, die Vergangenheit, alles, alle Menschen der Erde werden von ihrem einen Lied vereint. Wir reden hier nicht von den Beatles, die einen Song schreiben wie irgendwie Yesterday oder Give Peace a Chance. Nein, Bill und Ted. Und wir lernen sie kennen hier in Retten das Universum. Sie sind beide schon ein bisschen abgehalftert und tingeln da so durch so drittklassige, viertklassige Clubs, wo irgendwie die Leute nur hinkommen, weil es da die Hähnchenschenkel gerade günstig gibt und treten da immer noch sehr rock'n'rollig auf. Ihre jeweiligen Töchter haben mittlerweile auch schon so den Habitus von ihren Eltern angenommen, von ihren Vätern speziell. Und die beiden leben auch mit den Frauen noch zusammen, die sie im allerersten Teil ja kennengelernt haben, diese Prinzessin, die sie aus der Vergangenheit mitgenommen haben, man möge sich erinnern. Und da gibt es auch mittlerweile auch so ein paar Eheprobleme, weil das irgendwie alles doch nicht mehr so toll und so. Und gehen dann auch in Ehetherapie. Kommt dir der Film bekannt vor? Hast du den jetzt, oder habt ihr doch einen anderen? Nein, die eine Tochter ist doch die aus Atypical. Kenne ich nicht, aus aber ja. okay. Ja, natürlich haben wir den Film gesehen. Ja, also, ich habe ihn nicht ganz gesehen, aber Ausschnitte. Nein. Ganz ehrlich, ganz kurz, ich habe es tierisch verwechselt. Nein! Interessant ist, dass die Katie ihn schon gesehen hat. Nein, hat sie nicht. Nein, Katie, du verwechselst den auch, ganz ehrlich. Okay. Ich kann euch auch gleich sagen, ich muss mal ganz kurz mein Hirn sortieren, aber ganz, ganz sicher, wir haben ihn verwechselt und zwar mit Dingsen. Mit Jay und Silent Bob. Jay und Silent Bob, genau. Weil den haben wir ja. Hatte ich auf Blu-ray gekauft, hier aus England damals. Absolut my bad. Es tut mir ganz arg leid. Das Und hat ja gestimmt, ne? Bill und Ted. Es fiel mir gerade im Schuppen aus den Haaren. Ja. Doch. Aber Bill und Ted. Das sind doch. Nee, hä? Blick ich schnell's nicht. Also Keanu Reeves und der Alex Winter. Ja. Die Hauptrollen, die mit der Telefonzelle durch die Zeit reisen, ja? Und da. Naja. So, ja! Und jetzt in dieser allerneuesten, die quasi blöderweise. Doch, den habe ich gesehen! Die mit der Telefonzelle! Ja, es gab drei Teile. Nee, das ist der vierte, so. Ja! Aber das habe ich doch das haben wir doch gesehen! Das ist Dr. Who. Kann ich erstmal den Film weiter vorstellen? Ich glaube, sonst kommen wir dazu. Jedenfalls, sie werden jetzt aus der Zukunft kontaktiert. Da landet dann so ein Ei bei denen vor der Haustür. Diesmal keine Telefonzelle mehr. Und sammelt die ein.
Sie gehen in die Zukunft, da wird ihnen eröffnet, oh, das hat alles nicht so richtig geklappt. Ihr habt ja das Lied überhaupt nicht geschrieben, was die Welt vereinen soll. Und ihr habt jetzt quasi noch bis heute, 19.17 Uhr, Zeit, das zu tun. Ansonsten implodiert die ganze Welt und alles geht vor die Hunde. Und es bilden sich auch schon das erste Anzeichen, dass dieses Raumzeitkontinuum kollapst, weil dann, was weiß ich, stehen plötzlich die Pyramiden da in San Dimas, wo die wohnen dann und sonst was. Und irgendwie historische Figuren werden wild durcheinander gewürfelt. Jesus taucht plötzlich irgendwo bei einem Footballspiel auf und sowas. Jedenfalls ganz, ganz wilde Geschichte und man merkt schon, das geht alles, also wenn das jetzt nicht bald passiert und die beiden sind völlig planlos, wie es halt immer so sind, müssen aber irgendwie dieses Lied schreiben, was die ganze Welt vereinen soll, was sie aber in den letzten 15 Jahren nicht geschafft haben und jetzt nun unter Druck entstehen Diamanten, aber bei den beiden bestimmt nicht. Und wie könnte man jetzt da herangehen? Sie versuchen dann, die Keanu Reeves und also Bill und Ted haben dann die Idee, hey, wir reisen einfach in die Zukunft und besuchen uns selber in der Zukunft und gucken, was wir da für ein Lied geschrieben haben und nehmen dieses Lied mit zurück. Ja, super Idee. Also sie besuchen dann ihre Zukunfts-Iches und diese Zukunfts-Iches, die sind immer extrem cool. Da habe ich mich halb kaputt gelacht. Die waren teilweise in so witzigen Verkleidungen und Situationen und wie die sich weiterentwickelt haben. Das will ich jetzt definitiv nicht spoilern, was da alles kommt. Parallel dazu haben aber ihre Töchter das auch mitbekommen und sie beschließen dann auch, durch die Zeit zu reisen und sie verfolgen aber die Idee, die Eltern, die kriegen das definitiv nicht hin, sondern wir machen es so, wir sammeln einfach die berühmtesten Musiker der Musikgeschichte aus der Vergangenheit ein, bringen die mit zurück und stellen eine riesige Band zusammen von den Besten, der Besten, der Besten und die machen dann zusammen dieses Lied. So. Und da sind noch diese zwei Parallelgeschichten, die da passieren und noch ein paar andere Nebengeschichten und ich muss sagen, der Film ist ja natürlich übel verrissen worden, weil das ist halt wieder so ein Bill und Ted Film. Das war ja damals schon beim allerersten Film. Der ist ja wirklich von vielen extrem verrissen worden. Und sind irgendwie so, bei manchen, wo das so ein bisschen den Nerv getroffen hat, die irgendwie mit diesem ganzen Quatsch irgendwie was anfangen konnten, die das alles nicht zu ernst genommen haben, die konnten damit echt Spaß haben, ich ja auch. Und deswegen, hier ging es mir auch so. Ich habe den Film geguckt, es waren so viel Fanservice drin. Der letzte Film ist halt 15 Jahre her, ne, und da wurde halt auch wieder thematisiert. Und dann die Gastauftritte von wirklich, wirklich bekannten Leuten, die da dabei sind. Ich nenne jetzt auch mal keine Namen, aber ey, wer sich da die Klinke in die Hand gibt, jetzt wenn Bill und Ted einen neuen Film machen, da sind halt auch viele dabei, die offensichtlich auch von den Filmen inspiriert worden sind oder irgendwas. Es hat, also mir hat es richtig Spaß gemacht, aber ich bin auch da wirklich vorbelastet, was das Thema angeht. Also der Film ist bestimmt nicht für jeden was. Wer mit den alten Filmen nichts anfangen konnte, wird mit dem definitiv nichts anfangen können, ist ganz klar. Und wem die alten Spaß gemacht haben, macht der auf eine gewisse Weise ja auch Spaß. Obwohl es eigentlich immer eigentlich nur ein bisschen more of the same ist. Also es ist einfach so, die letzten Filme alle mal in einen Topf geworfen, mal umgerührt und irgendwie kommt wieder was raus, weil sie reisen halt durch die Zeit und sammeln irgendwas auf und bauen Scheiße und alles stimmt natürlich nicht so überein, wie es so war. Und es macht aber einfach einen Riesenspaß, wenn es irgendwie bei Mozart, wenn dann Jimi Hendrix bei Mozart vorm Haus steht und mit seiner E-Gitarre das nachspielt, was Mozart gerade oben auf dem Klavier spielt und so. Herrlich. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Der Film läuft gerade auf Sky. Und demnächst dann bestimmt auf dem Streaming-Portal eures geringsten Misstrauens. Ihr habt ja Sky, da könnt ihr das ja auch gucken. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, ja, werde ich auf jeden Fall jetzt nachholen. Zeitsouverän mal zu schauen. Und Kate, kam dir jetzt da irgendwas bekannt vor? Hast du das doch schon geguckt, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Naja, die Filme sind auch sehr ähnlich. Wie gesagt, das ist halt auch so nochmal das Gleiche eigentlich. Das heißt, wenn du vielleicht einen von den vorhergehenden gesehen hast, die liefen ja auch letztens erst. Vielleicht bringe ich es auch mit dem Trailer einfach durcheinander, weil ich ja den Trailer schon ein paar Mal gesehen habe und sein, dann die alten Filme kennen und so. Ich könnte schwören, ich habe den gesehen, aber 100% sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Ja. Na gut, das war Bill und Ted's Bill und Ted retten das Universum. Bill und Ted face the music. Heißt der im Original. Ich habe ihn auch in OV geguckt, obwohl ja die deutsche Übersetzung ist ja schon berühmt dafür, dass sie echt viele, viele coole Sachen erstellt hat. Hier volle Kanne Hoshi
heißt ja im Original irgendwas mit Ey Dude und so und Granatenstark heißt im Original nur Excellent, aber ich wollte es einfach im Original auch mal gucken und ja, es hat, mir hat Spaß gemacht. Also ich gebe, mal überlegen, ich gebe mal so eine 7 von 10 in diesem Bill und Ted-Universum. Ja. Okay, dann gucken wir mal bei den Serien. Ich sehe, wir haben ja alles Gleiche geguckt. Serien. Ja, wir sind ja glückliche Sky-Kunden. Also mehr oder weniger glücklich. Also wenn man nicht gerade irgendwas mit seinem Vertrag machen will, dann läuft es eigentlich ganz gut. Aber man muss da mal anrufen. Wir haben die Friends Reunion geschaut. Ja. Also quasi das Klassentreffen von Friends, was jetzt vor einiger Zeit stattfand und was jetzt HBO Max sich gesichert hat für die Ausstrahlung. Und ja, es kommen halt alle nochmal zusammen, reden so ein bisschen über das, was sie so erlebt haben. Teilweise auch Sachen, die man noch nicht so kannte, fand ich. Also ich bin jetzt nicht so tief in diesem Universum drin, dass ich jetzt jede Kleinigkeit kannte und besuchen das alte Set und sitzen bei Steve Corden auf der Couch vor diesem berühmten Springbrunnen aus dem. Und da war sogar Publikum dabei, die durften noch Fragen stellen und so. Ja. Wie fanden wir das so? Oder wie fandet ihr es? Also, ich weiß ja, wie ich es fand. Ich mache ja gerade einen Friends Rewatch. Ich bin jetzt bei Staffel 7. Und geht auch schnell. Ich wollte ja eigentlich die Serie einmal komplett durchgucken und dann das Reunion. Aber ich bin nicht fertig geworden bis zur Veröffentlichung vom Reunion. Und als ich dann gesehen habe, dass du es schon gesehen hast, habe ich gedacht, ich muss es jetzt auch gucken, weil sonst verrätst du mir versehentlich vielleicht irgendwas, was ich noch nicht weiß. Würde ich nie tun. Und dann weiß ich doch. Aber wer weiß, kann ja mal passieren. Und dann haben der Chris und ich beschlossen, es dann doch anzugucken. Und also dadurch, dass ich halt gerade mittendrin bin in dieser Geschichte und in dieser Serie, war ich unfassbar glücklich über diese Reunion. Ich habe so gelacht, ich war so erschrocken, wie die Mädels alle geliftet sind, aber das ist aber... Bis auf Jennifer Aniston, die ist naturschön. Jeder, der was Seht anderes sagt, lügt. Jeder, der was anderes sagt, lügt. Lügen darf man nicht sagen. Ja... Man darf sie nur nicht machen. Nee. nee. Jetzt ist gut. Ja, also ich hatte an ein paar Stellen wirklich auch Tränen in den Augen. Und was ich auch unfassbar gut fand, war, wen die noch alles so als Gaststars da gehabt haben, die früher in der Serie waren und da auch schon Gastauftritte hatten. Und ja, es war mega, der Fanservice natürlich. Und jemand, der die Serie nicht kennt oder gar nicht mag oder nur so sporadisch ein paar Folgen gesehen hat, wird mit diesem Reunion-Special nichts anfangen können. Ich war sehr, sehr glücklich. Und ich werde das Reunion-Special mit Sicherheit auch nochmal gucken, wenn ich dann durch bin mit Staffel 10 irgendwann. Hm. Nächste Woche oder so. War schon schön, auch diesen Blick hinter die Kulissen, wie das so abgelaufen ist, wie dann war, so diese ganze, die sogenannte B-Roll, das heißt, das, was nicht ausgestrahlt wird, was aber, weil wenn, was weiß ich, wenn Cut gerufen wird, läuft ja die Kamera noch weiter, ist halt bloß das Zeichen, dass dort und wie das dann war, nachdem die letzte Folge abgedreht worden ist oder viele Jokes, die dann noch gelaufen sind, so Bloopers und Outtakes und sowas, ja, das fand ich schon echt schön, das zu sehen, auch so diese Studio-Atmosphäre, was man ja gesehen hat, die haben ja vor Live-Publikum auch aufgezeichnet. Es gab ja vielfach so Serien damals auch so mit eingespielten Lachern, hatten die am Anfang auch, ja. Aber dann haben sie auch umgestellt auf Live-Publikum und das halt dann schon nochmal was, das haben sie ja dann im Deutschen, da kriegen sie ja dann eine andere Tonspur oder so. Da haben sie dann teilweise häufig auch Lacher aus der Konserve eingespielt. Da haben sie ja nicht den originalen Applaus-Track, den es da gab. Das war dann immer ein bisschen schade, aber ja, war schon. Aber das Friends war irgendwie so eine Serie, die lief ja lange irgendwie ProSieben, glaube ich, oder so. Und ich glaube, die haben dann, das war auch so eine der ersten Serien, wo die gemerkt haben, vielleicht sollten wir die doch in der richtigen Reihenfolge ausstrahlen, weil am Anfang lief alles total random. Da haben sie irgendwie das gezeigt, irgendwie da kam erst Staffel 2, Folge 5, dann direkt danach kam Staffel 4, Folge irgendwas. Und irgendwann haben sie es dann gemerkt, dass die Leute das interessiert.
oder zumindest ist es mir bei der Serie zum ersten Mal aufgefallen, dass ein Fernsehsender, ein deutscher Fernsehsender gemerkt hat, okay, da gibt es doch eine übergreifende Geschichte und wir können die nicht einfach so random da rausrotzen. Und ja, das haben die auch in der Reunion gesagt. Das war so auch die erste Serie oder mit einer der ersten Serien, wo es nicht einen Hauptcharakter gab oder zwei, sondern dass wirklich sechs Charaktere im Fokus standen und nicht, dass dann einer der größere von allen ist und der Main Character. Wie jetzt zum Beispiel, also nur als Beispiel, ist ja zum Beispiel bei How I Met Your Mother. Da steht ja eigentlich Ted im Fokus und die anderen sind eigentlich nur Nebencharaktere, was sich natürlich über die Serie House ganz anders entwickelt und auch die zu Main Characters werden. Aber am Anfang ist es halt Teds Geschichte und das hatten wir bei Friends halt nie. Klar, es gab immer wieder Folgen, wo einer ein bisschen mehr im Fokus stand. Aber das war halt für die aktuelle Story wichtig. Und dann gab es ab wieder Folgen, wo alle im Fokus stehen oder wieder andere im Fokus stehen. Und das hat die Serie, finde ich, so besonders gemacht. Ich tauche da gerade wieder total drin ein und ich lache, ich weine. Es ist eine der besten Serien, die es gibt. Also ich glaube, wenn jemand fragen würde, was meine Lieblingsserie von allen Serien auf der ganzen Welt ist und aus allen Jahrzehnten. Ich glaube, ich würde immer Friends sagen. Und die ist einfach geil. Ja, ja. Ist gut, ne? I like it. Ist eine gute Serie. Also meine Lieblingsserie ist mit Sicherheit nicht, aber auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz tolle Serie und ich mochte auch dieses Reunion, wie sie es aufbereitet haben und so. Man hat gemerkt, dass sie wahrscheinlich ein bisschen Probleme hatten wegen Corona, weil es waren irgendwie so mehrere Produktionsansätze, die sie da gefahren haben. Also einmal in diesem Studio da, wo sie alle irgendwie zusammensaßen und irgendwie dann auch das Rätsel gemacht haben. Dann gab es ja diese Situation da mit Publikum und irgendwie, man hat gemerkt, irgendwie haben sie drei oder viermal angefangen, da was zu machen. Und haben das dann irgendwie zusammengefasst, aber es wirkt ziemlich gut und sehr stimmig. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Da auch die Art und Weise. Definitiv. Also es war schon cool gemacht. Also kann man nicht so arg viel meckern. Es ist schon ganz nett, einfach nochmal die Charaktere zu sehen, dass die nochmal auch zusammenkommen und alles. Nur, ja, manches wirkte, fand ich, schon sehr, sehr gekünstelt. Ja, ja. Und ich meine jetzt nicht die Gesichter von Courtney Cox und Lisa Kudrow, sondern ich glaube, die verstehen sich alle nicht Lisa mehr so richtig Kudrow gut. Lisa Kudrow sieht noch besser aus als Courtney Cox. Also... Also ich glaube, wer halt extrem blass geblieben ist jetzt bei der Reunion und der kaum was gesagt hat, war ja Matthew Perry. Ja, aber das hat ja auch seine Gründe. Ja, und ich weiß nicht, die Frage ist halt, ob ihm das auch gut getan hat. Was hat ihm gut getan? Von was reden wir da gerade? Nein, ob ihm das gut getan hat, dieses Zusammentreffen wieder. Ach so, wieso nicht? Ich weite mich mal ein, ich weiß jetzt nicht gerade, worauf ihr hinaus wollt. Der ist ja ziemlich abgestürzt. Der hat ja massive Alkohol- und Drogenprobleme gehabt und ist ja quasi komplett aus dem Rampenlicht verschwunden. Ganz, ganz lange. Und ich glaube immer noch, der macht ja kaum noch irgendwas. Und ich weiß nicht, ob dieser Reunion-Erfolg und dieses nochmal aufleben lassen dieser Serie gut tut. Der hat ja kaum was gesagt. Ist dir das nicht aufgefallen? Ja, man weiß auch nicht, wie es geschnitten wurde halt, ne, wie die das so aufbereitet haben. Letzten Endes, irgendwie hatte ich sowieso das Gefühl, ich habe denen das nicht abgekauft, dass die alle immer noch so Freunde sind und sich gegenseitig anrufen und sowas. Ich glaube, das hat sich ein bisschen alles in andere, ist ja auch okay. Ich meine, das hat sich alles in andere Richtungen entwickelt und jeder hat so sein eigenes Leben dann bekommen. Und ich glaube, nach so vielen Jahren miteinander, da werden noch viele Sachen passiert sein, die dann, wo man sich dann vielleicht gegenseitig auf den Nerven gegangen ist und wo dann alle vielleicht ganz froh waren, so, ja, okay, dass wir da jetzt mal raus sind. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es kommt ja eine neue Serie mit David Schwimmer, Central Intelligence. Da bin ich gespannt, da werde ich, denke ich, mal reingucken. Was mir ganz krass aufgefallen ist, wenn man die Serie rewatcht, nicht auf Deutsch gucken, um Gottes Willen. Ich habe den Rewatch nämlich auf Englisch gemacht und erst abgesehen davon, die Serie ist unfassbar witziger auf Englisch und Menschen, also Charaktere, die ich vorher nur so fand,
mag ich mittlerweile, weil die deutsche Synchro teilweise, also zum Beispiel gerade David Schwimmer, Ross Geller, ist in Deutsch immer so goofy, so total ab, weiß ich nicht, so ein Weichling und immer so traurig. Und wenn du es im Original guckst, ist er gar nicht so. Das wirkt, der Schauspieler ist super, die Rolle ist geil. Und das Deutsche macht das Ganze kaputt. Jetzt habe ich das ganze Zeit auf Englisch geguckt und dann haben wir Army of the Dead geguckt und haben auf Deutsch umgeschalten. Und dann bin ich wieder zurück auf Friends und dann war das auf Deutsch. Und ich habe ungefähr, weiß ich nicht, eine Minute die Serie auf Deutsch geguckt und ich fand es ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Alle total fiepsige Stimmen und total verweichlicht und gar nicht mehr so ernst. Und weil die Serie ist an richtigen Stellen auch richtig, richtig ernst. Und die deutsche Synchro ist total zerstört. Ich fand es ganz, 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 ganz schrecklich. Ich habe es dann sofort wieder umgeschalten. Also vielleicht die Serie immer so fanden, gibt's eben doch nochmal im Original eine Chance. Weil im Original ist es so viel besser. Ich glaube, die es in Deutschland auf Deutsch geschaut haben, da gibt es ja auch viele extreme Fans und so, die fanden es auch auf Deutsch ganz gut. Ja, ja, bestimmt. Okay, ja, also empfehlenswert auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo das dann mal für andere zu sehen ist, momentan halt auf ZDF, ich kenne sogar, ZDF auf Sky. Ich kenne sogar manche, die haben sich dafür extra ein Ticket, hier Sky-Ticket-Abo für einen Monat oder so geklickt, um das zu sehen. Genau. Fand ich eine coole Aktion. Und okay, ich habe noch eine Serie geguckt, die wir in Vorbereitung hier Fortsetzung folgt für die nächste Aufnahme. Die anderen zwei werde ich nicht verraten, aber die eine werde ich mal verraten, weil ich die ziemlich gut fand. Die Serie heißt Die Lobbyistin und läuft auf ZDF Neo. Also kann man sich da auch in der Mediathek klicken. Und in der Serie geht es darum, dass eine Frau aus der Politik, die wird, die ist so, ja, sagen wir so, ziemliche Umweltaktivistin und sowas und schießt dann so ein bisschen quer gegen so ein paar Gesetze, die dann kommen sollen. Und sie wird da so ein bisschen ausgebotet, weil sie versucht dann selber jemanden so ein bisschen unter Druck zu setzen und wird dann aber im Gegenzug richtig heftig ausgebotet und da werden Sachen vorgelegt und Skandal offengelegt und wird gesagt, okay, also wenn du jetzt hier selber gehst, dann ist das okay, dann kommt das nicht ans Licht oder ansonsten kommt das ans Licht, ne? Und sie beschließt halt dann zu gehen und wechselt halt dann die Seiten. Sie wird halt dann Lobbyistin, weil da wird ihren Job angeboten und sie muss ja irgendwie ihren Lebensstil in Berlin und alles, was sie gewohnt ist, muss sie ja weiterführen. Und wiederum, dadurch, dass sie die Seiten wechselt für so eine Lobbyagentur, denen ist halt nichts zu schade. Das heißt, sie muss dann auch vielfach ihre Ideale so ein bisschen auch hinten anstellen, um quasi ihre Tätigkeit auszuüben und gerät dann auch immer tiefer rein in so Skandale und sowas und sie findet dann Sachen heraus, gibt es dann noch Mordfälle und so weiter. Hauptrolle wird gespielt von Rosalie Thomas und die hatten wir in dem Film gehabt, in der Sneak Preview, eine ganz heiße Nummer. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Da ging es darum, dass in der bayerischen Provinz so ein paar Mädels, so ein paar junge Damen ihren Job verloren haben und dann beschließen, eine Sex-Hotline aufzumachen, mitten in der bayerischen Provinz. Quasi auch auf bayerisch da so eine Sex-Hotline. Und wo dann auch ein paar Leute aus dem Dorf sogar dort anrufen und so weiter. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Das war ja ganz witzig. Aber hier hat's da war ich nicht dabei. Also okay. Ich erinnere mich dran, aber ich war da nicht dabei. Also ich weiß, dass der lief. Ja, da gab es sogar einen weiteren Teil, den fand ich auch ganz nett. Also die macht das echt gut. Die spielt sehr gut. Und bei Känguru-Chroniken war sie auch dabei. Die hatten wir auch hier besprochen. Und die Serie, da wollte ich eigentlich nur so die erste Folge gucken, um mal so ein bisschen so ein Gefühl zu entwickeln für die Serie, um da ein bisschen auskunftsfähig sein zu können bei der nächsten Aufnahme. Ich habe dann wirklich 4-5 Folgen geguckt, obwohl die nicht kurz sind, die Folgen. Weil es echt gut gemacht ist und das ist halt nicht so eine übertriebene Glossy-Produktion, sondern die hat auch so ein bisschen so einen etwas rauen Charme und so. Es ist halt kein deutsches House of Cards, wobei es vielleicht so damit gern verglichen werden würde und ich fand es echt gut, also kann man gucken. ZDF Neo, Die Lobbyistin, die anderen Serien, die wir besprechen, hört ihr dann bei Fortsetzung folgt.
Und Kate, du hast Ragnarok geguckt. Das habe ich auch in der Vorschau gesehen hier bei mir im Netflix. Ja, ich habe ja vor einigen vielen Folgen bereits die erste Staffel kurz mal angesprochen. Ragnarok ist eine norwegische Serie, läuft auf Netflix. Und da geht es quasi um diesen nordischen Göttermythos, um Thor und Loki. Ach, und jetzt erinnere ich mich, ich habe die Folge auch, die erste Staffel auch gesehen. Die andere? Odin, ja, und so, ne? Odin und Rhea, die Göttin der Liebe und so. Und in der ersten Staffel wird der Hauptprotagonist ja von seinen Kräften, also bekommt seine Kräfte und wird immer stärker und wird quasi zu Thor und muss gegen die Riesen, die Bösen quasi kämpfen. Hä? So erinnere ich mich nicht mehr. Seinem Heimatort. Die Riesen, das heißt nur Riesen, das sind nicht wirklich Riesen. Ach so. Es sind einfach Riesen im Sinne von mächtige, starke Menschen, unsterblich und solche Spesen. Werden halt als Riesen in der Mythologie beschrieben. Muss gegen die kämpfen und gibt dann am Ende der ersten Staffel so einen Endfight, wo aber nicht klar wird, wie er ausgeht. Und genau an dieser Stelle trifft jetzt die zweite Staffel, oder beginnt die zweite Staffel. Beide überleben nämlich diesen Endfight und dann geht es quasi weiter. Thor muss sich quasi, beziehungsweise er wird jetzt nicht Thor genannt, er hat einen eigenen Namen, ist ja ein junger Mann, wird aber immer stärker und entwickelt sich immer weiter und muss sich jetzt Gefährten suchen und versucht auch seinen Hammer zu bekommen. Und ich habe jetzt die ersten zwei Folgen gesehen von der zweiten Staffel und muss echt sagen, ich fand die erste Staffel schon so stark und die zweite ist einfach nur cool. Ist einfach nur cool. Er kriegt jetzt nämlich Verstärkung. Die zweite Göttin wurde quasi ihre Kraft geschenkt und sie treffen aufeinander und sein Bruder, der quasi, also merkt man schon in der Art und Weise, wie er sich benimmt und so, ist die Rolle auf Loki ausgesehen, bekommt eine wichtigere Rolle in diesem ganzen Zwischenspiel zwischen ihm und seinem Bruder. Ja, es ist sehr, sehr, sehr cool. Also es ist halt einfach mal diese nordische Mythologie anders dargestellt als jetzt in diesem großen Marvel-Universum. Hat mir bis jetzt echt gut gefallen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Es sind wieder nur 6 Folgen. Die erste Staffel hat auch nur 6 Folgen, die zweite auch. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Absolute Empfehlung. Okay. Ja, mich hat die erste damals nicht so richtig gerissen, deswegen ich werde da nicht reingucken. Ja, aber ich glaube, wenn man da einmal angefixt ist, dann interessiert einen das dann auch, wie es weitergeht. Ja. Okay, dann sind wir ja schon bei der Rätselecke, wenn ich das so richtig sehe. Ha. Oder? Ja. Keine Widerrede? Rätselecke. Ich bin ja sogar dran. Ha. Also jetzt kommt. Ich bin auch Gott sei Dank vorbereitet, hoffe ich. Definitiv, definitiv. Sehr gut. Also aus der Rubrik richtig oder falsch geht es. Ja, ihr müsst sagen richtig oder falsch und dann gibt es Punkte und so. Und wenn am Schluss Gleichstand ist, dann gibt es eine Schätzfrage zum Stechen. Bei dem ersten Fakt bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon mal hatte, weil normalerweise kopiere ich die dann weg. Deswegen, wenn ich da bekannt vorkommt, dann. Vor seiner Filmkarriere arbeitete Keanu Reeves unter anderem in einer Eishalle und hat die Schlittschuhe geschliffen. Hatte ich das schon mal? Nein, nee, ich glaube, das ist richtig. Das ist richtig? Ich glaube es auch, ja. Okay, jeder einen Punkt, super. Der zweite Teil von Bills und Ted's Verrückte Reise in die Zukunft heißt der auf Deutsch, sollte eigentlich Bill und Ted Go to Heaven heißen im englischen Original. Richtig oder falsch? Falsch. Falsch. Das ist falsch, ist richtig. Sollte eigentlich heißen Go to Hell. Bill und Ted Go to Hell. Weil wer sich erinnern mag, sie reisen ja quasi in die Unterwelt. Ich bin heute so gut und Kate zieht einfach immer nur nach. Jetzt muss Kate zuerst antworten. Die originale Telefonzelle aus dem ersten Teil konnte man bei einem Preisausschreiben von Nintendo gewinnen.
Richtig. Das ist falsch. Dann hat Kate gewonnen, weil das ist richtig. Nein! Damit sollte 1991 das Spiel Bill und Ted's Video Game Adventure beworben werden mit diesem Preisausschreiben. Cool. Gut, Kate. Ja, gerne. Danke. So, jetzt markiere ich mir das hier gleich mal. So. Will ich das nicht nochmal. Ja, sehr gut. Da gibt es auch hier einen kleinen Applaus hier. Da. Danke, 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 danke. Sehr lieb, danke. Da ist noch so einer am Schluss, der klatscht immer noch weiter. Ha. Sehr gut. Das war das Bill und Ted Rätsel. Und die Schätzfrage wäre gewesen, weil ich die ja sowieso nicht dann irgendwie anders noch verwenden kann. Wie oft wird im ersten Teil das Wort im Englischen Dude, im Deutschen Hoshi genannt? 70 Mal wird es nämlich genannt. Und im Englischen Original Excellent, im Deutschen Granatenstark, wird 30 Mal genannt. Im ersten Teil, nur im ersten Teil. Okay, das war dann auch schon das Rätsel. Da sind wir heute schnell durchgekommen hier. Ist ja ein Ding. So, ja, sind wir ja, volle Kanne. Music. Ich bin auch gerade noch im Bill und Ted Hype. Ich nehme aus dem Film Bill und Ted Face the Music Weezer, Beginning of the End in der Wild Stallions Version, so heißt nämlich die Band von Bill und Ted. Gibt's tatsächlich auf Spotify. Habe ich extra geguckt. Cool. Ich habe eine kleine Geschichte zu meinem Song. Oh, jetzt. Ja, aber das ist wirklich nur eine kleine Background-Story und ein kleiner Shoutout in dem Fall sogar. Ich bin in einem Roadtrip mit meinem Cabrio gefahren, in eine einsamme Bar gegangen, mitten nach Amerika. Ach, um Gottes Willen, nee. Die Erwartungen von Erik sind irgendwo gerade völlig unterboten. Nein, ich habe als Musiktipp dabei Niviro und Dancing. Das ist ein Dance-Track und zwar ist es ein Stück, da kommt ein Ausschnitt immer bei einem gewissen Streamer und zwar bei dem Streamer Squee. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch von dem schon was gehört hat. Ist ein absoluter abgefahrener Typ, aber ein brutal guter Typ, wie ich ihn hier wahrnehme. Der veranstaltet sehr viele Escape from Tarkov-Turniere, ist auch inzwischen Partner da von, oder halt Affiliate von Battlestate, also von den Herstellern von Tarkov. Ist ein extrem cooler Typ und jedes Mal, wenn man bei dem Bits reinhaut oder wenn der Bits bekommt, kommt eben dieser Ausschnitt von diesem Song und wenn du damals so diese Turniere hörst, siehst und hörst, dann hörst du die ganze Zeit den Song und hörst irgendwann nur doch den ganzen Song an und dann geht dir der nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen ist es sehr, 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 sehr coole Sache einfach. Ich mag es sehr, ich höre es inzwischen auch im Auto sehr gerne, weil es jetzt auch für den Sommer wieder sehr cool ist. Deswegen ein Shoutout an Squee, wenn ihr bei Twitch seid, folgt dem Kerl auf jeden Fall und hört den Song an. Der hat auch noch andere coole Sachen. Und gibt es auch bei Twitter, ist übrigens auch Hawaii mit Oliven, glaube ich, heißt er bei Twitter. Irgendwie sowas. Okay. Ja. Ich habe mir auch einen Song ausgesucht, aber ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Und ich hoffe, ich habe ihn noch nicht auf der Liste. Sarah Barley oder so ähnlich mit Brave. Okay. Kenne ich beides nicht. Eure beiden werde ich nachher mal reinhören. Und den Streamer kenne ich auch nicht. Aber ist es nicht nervig, wenn einer Tarkov spielt, da muss man sich so konzentrieren und dann kommt ständig so eine Melodie. Der hat es für sich ausgeschaltet oder was? Ja, ich glaube, die Musik ist für ihn ausgeschaltet. Ich weiß es nicht, okay. Wie die das machen. Vielleicht hört er uns auch mit. Aber wenn du gerade auf irgendwie ein Rascheln hören musst. Aber so. Squee ist, denke ich, einen, den kannst du auch fragen. Zwar problemlos, der sagt es dann. Ach so, ist das dein alter Ego oder was hier denn? Nein, nein, oh Gott. Ey, ich kenne da einen coolen Streamer hier so, ey, übelst getroppt hier und das ist der eigene Kanal. Nein, so vermessen bin ich dann auch noch nicht. Also. Nee, aber hier, genau, hier Pausentee kann man ruhig mal reinhören, ne? Ja, das sowieso, immer. Na ja, gut, da sind wir ja schon wieder durch für heute. Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst einen Kommentar da, wenn euch hier was aufgefallen ist in der Folge, wenn ihr auch hier Friends geschaut habt oder könnt ihr mal da lassen, was euch für Folgen gefallen haben bei Friends. Das war ja dann auch bei The Reunion, durfte ja jeder seine Lieblingsepisode sagen oder so. Genau, ansonsten empfehlt den Podcast weiter und ja, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Kate, du bist. Ich hab sie von drüben. Kate, du bist auf Mute. Hallo? Ja, sag nochmal Tschüss. Tschüss. Jetzt. War schon halb am Gehen, hat schon alles fallen lassen. Hier. Ja, das ist so. Ciao, tschüss. Ich, ich hab gegähnt und dann hat es irgendwie nicht wieder zurückgeschalten. Ja, manchmal ist es einfach, wenn man auf den. Und dann denkt man, redet man einfach weiter und merkt gar nicht. Freitagnachmittag in der Klemmener Firma. Tschüss, alles fallen lassen. Und wenn dann diese Aussetzer da sind, ist halt immer so ein bisschen doof, ne? Bis bald im Kinocast.